Wie schlimm wird das noch? Also, weil ein bisschen teurer noch das Leben und wir geben es auf. Wir geben es wirklich auf. Dann sind wir nicht armutgefährdet. Wir sind wirklich in Armut. Und da suche ich Lösungen. So wie Ahmad Schad geht es 1,5 Millionen Menschen in Österreich. Denn sie sind armutsgefährdet. Dabei treffen Armut und Ausgrenzung in der Familie vor allem Kinder schwer. Kleinigkeiten, die nicht luxuriös sind für eine Familie, wie eine Schnürhose für die Kinder oder was weiß ich, wirklich Schulmaterial am Anfang des Jahres, das war ein Riesenproblem für mich, für zwei Kinder. Vor zwei Jahren ist für Ahmad noch alles ganz anders. Er arbeitet 50 Stunden die Woche, sorgt als Alleinverdiener für seine Frau und die gemeinsamen Söhne. Doch nach einer schweren Knieoperation kann er seine Berufstätigkeit nicht mehr aufnehmen. Das Warten auf die nächsten notwendigen Operationen und Physiotherapien bestimmen seither seinen Alltag. Was bleibt, ist das Krankengeld, das kaum für die vierköpfige Familie ausreicht. Kleinigkeiten wie diese luxuriösen Sachen wie Pizza einmal die Woche für die Kinder, das käme jetzt nie in Frage. Hilfe bekommt Ahmad keine. Er liegt mit seinem Einkommen knapp über der Armutsgrenze. Doch die Teuerungen machen die Notstände vieler Familien nur noch prekärer. In Österreich sind derzeit über 353.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet. Auch Ahmad kennt die Geldsorgen anderer Familien aus seinem Alltag. Für die meisten Familien mit Kindern, die ich kenne, Gasrechnungen in diesem Wetter, das ist wirklich ein Albtraum. Also, dass wir wirklich jeden Tag, wenn wir den Postkasten aufmachen, mit Herzklopfen, weil es ist Rechnungszeit. Das Tabuthema Armut wollen Eltern dabei oft so gut es geht vor den Kindern verbergen. Doch die Not der Familie spüren auch die Kinder. Ich hab eine billige Schneehose für meinen Sohn für die Schule gesucht am Samstag. Hab ich nicht kaufen können. Mein Sohn ist 7. Warum soll ich von meinem Sohn, der 7 Jahre alt ist, also das erwarten, dass er unsere Situation versteht? Er soll einfach die Kindheit leben, einfach mit seinen Mitschülern im Schnee walzen und spielen. Ahmad bleibt für seine Kinder stark. Er sucht weiterhin nach Lösungen für die finanzielle Situation seiner Familie. Der Zukunft will Ahmad deswegen mit Hoffnung begegnen. Haben Sie Geld? Haben Sie Ihre Sachen? Haben Sie Ihre Schulsachen? Haben Sie neue Klamotten? Haben Sie neue Schuhe? Ich hoffe. Weil, ohne Hoffnung kann man nicht leben.